gerade gesehen, ich habe am Ende des letzten Parts noch einen versteckten Gang gefunden und dort ein Level abbekommen. Und naja, leider habe ich vergessen, das am Ende des letzten Parts dran zu schneiden. Tja, also schneide ich es einfach am Anfang dieses Parts dran. Okay, ich bin hier im Traumsomnambald und suche die Pennhenne. Und hier gibt es ja enorm viele Wege. Ich schau mal auf die Karte, wo ich jetzt hingehe. Ah ja, dachte ich mir. Ich komme jetzt wieder zu diesem Areal mit dem Baum, wo ganz oben die Pennhenne sein soll. Ihr seid so weit gekommen. Wir nähern uns der Pennhenne, ganz gewiss. Ich spüre eine starke Kraft, die vom höchsten Ast des Baumes ausgeht. Bumm, zarab. Ich fühle sie. Und noch etwas fühle ich, eine große Müdigkeit, die mich plötzlich überkommt. Nö, bitte nicht schon wieder auf uns schlafen. Okay, ich habe jetzt wieder eine Abkürzung geschaffen, das ist gut. Okay. Ah, Moment, bin ich jetzt etwa genau, oder? Ja, da unten war ja eine Sackgasse durch eine Kiste oder so. Genau, durch eine Kiste war da eine Sackgasse und jetzt bin ich in einem anderen, naja. Okay, ein bisschen kompliziert, aber hier scheine ich auch nicht weiterzukommen. Aber ich sehe, ich glaube, hier brauche ich wieder diese Kugel durch dieses Ding da links oben. Okay, aber hier komme ich immer noch nicht weiter. Also gehe ich da rein. Okay, wieder diese Säulen, die gab es ja auch schon in Traum Pennemünde und am Traum Schlummerstrand. Okay, jetzt kann ich endlich hier was einsetzen. Okay, und ich glaube halt, dass ich hier die Kugel brauche. Oder? Doch, okay. Genau, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr genutzt. Okay, Moment, ich glaube... nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Genau, ich glaube, so komme ich an die Münzen ran. Gut, die kleinen lasse ich mal liegen. Die sind ja nur eine Münze wert. Okay. Oh, ich glaube, so wäre ich auch dran gekommen. Ich gehe sicherheitshalber nochmal rauf, denn ich glaube... Genau, ich glaube, da oben ist was. Na bitte. Wusste gar nicht, dass man da so wegpeppelt und dann doch noch landen kann. Entweder habe ich es vergessen oder... Okay, da wollte ich mich jetzt eigentlich nicht hinschießen, aber naja. Entschuldigung, dass ich in dem Part so abwesend bin, aber ich bin gerade sehr, sehr müde. Okay, und... schon wieder falscher Knopf. Gut, was ist hier? Okay, wieder ein ganz neuer Raum. Na toll, hier gibt es ja so viele Wege. Und hier gab es nur eine Wundernuss. Aber ich sehe, da gibt es noch mehr. Okidoki. Moment mal. Ach so, das ist schon ganz unten. Ich habe gedacht, da geht es noch weiter runter. Okay, genau da sind wir von der anderen Seite nicht hergekommen. Also im letzten Part. Wieso hat es gerade nicht funktioniert? Naja, auch egal. Hauptsache ist... Oh, ein Moment mal. Einen Moment mal. Mann, hier gibt es echt so viele Wege. Wo führt denn das hin? Da oben, da wo das Traumportal ist. Da habe ich ja schon einen Weg gesehen und hier ist jetzt eine Abkürzung. Ganz genau. Aber
Hier haben wir ja schon alles geholt. Also gehe ich wieder zurück. Genau, ich vermute, da oben muss ich hin. Genau. Und hier, ach na toll, hier gibt es wieder die Schleudern. Ist eigentlich eine nette Idee. Was ist los? Okidoki. Eine kleine Zwischen. Okay, hier geht es noch weiter. Hier gibt es so viele Wege, ich kenne mich fast nicht aus. Okay, hier scheint vorerst Sackgasse zu sein. Das hier sollte man nicht so im Namen Wald, sondern so im Namen Labyrinth nennen. Okay, hier gibt es ein Attackenfragment. Das will ich haben. Und dafür muss dieser Pelikant aus dem Weg. Und das machen wir am besten mit dem Traumfeuer. Was ist das? Die Attacke kenne ich ja noch gar nicht. Okay, ich habe es jetzt zwar nicht ganz verstanden, wie die geht. Irgendeiner kommt nah ran oder... Okay, so richtig verstanden habe ich es gerade nicht. Aber naja, ich habe es geblockt. Das ist das Wichtigste. Und hier mein Attackenfragment. Nummer 7. Okay, hier sind ja schon wieder so viele Wege. Wie soll man sich denn da auskennen? Okay, ich gehe erstmal zurück. Und mach das Schleuderspielchen. Okay. Gut. Jetzt bin ich mal hier, da oben. Moment, wie komme ich denn da rechts ran? Ich glaube, da muss ich mich hinschießen. Hier gibt es Secrets. Zwei fehlen noch. Moment mal, das eine ist da. Und das letzte... Ist das da irgendwo in einem Bereich, wo ich schon war? Nö, glaub nicht. Zumindest kann ich nichts sehen. Aha, hier haben wir ein Röhrchen. Und ich will jetzt versuchen... Moment mal. Ich glaube, da kann ich mich gar nicht drauf schießen. Da ist ja ein Weg. Vielleicht kann es klappen. Ich versuche es nochmal. Ganz weit. Einmal noch. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann... Moment. So. Nö. Ich glaube, da muss ich eine Stufe höher. Ich dachte, auf der Stufe war ich doch schon. Ach, na toll. Na bitte. Genau, aber ich dachte, den Weg hätte ich schon abgecheckt. Gut, ein Attackenfragment fehlt noch. Vielleicht lernen wir in dem Part schon eine neue Paarattacke. Und jetzt checke ich mal die Röhre aus. Und wo bin... Da ist das letzte Attackenfragment da auf der anderen Seite. Okidoki. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, aber ich will mal das Attackenfragment. Und... Was ist hier? Hm. Okay, also auskennen tue ich mich überhaupt nicht mehr. Naja, scheint eine Abkürzung zu sein.
Und neue Traumattacke. Traumtaifun. Okay. Sozusagen wie diese Attacke mit diesem, wie nennt man das? Luigi, Mega Luigi-Sion? Naja. Ich schau's mir mal an. Mal sehen, was die Attacke kann. Hat sich das gerade gereimt? Glaub nicht so wirklich. Oh. Kann man den steuern, während er so wirbelt? Okay. Ich schaue mir noch mal kurz an, wie das geht. Mit B einrollen und A? Okay, jetzt versuche ich's mal. Aber ich weiß nicht ganz genau, wann ich drücken muss. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. So schwer sieht's nicht aus. Sag ich doch. Wann muss ich denn da drücken? Oh, Tatsache, ich glaube, ich kann den steuern. Okay, ich glaube, ich muss so früh wie möglich drücken. Genau. Oder? Nö, das sieht doch jetzt nicht so... Ah, ich glaube, so spät wie möglich, aber auch nicht zu früh, zu spät. Genau, ganz kurz bevor es mir Mario berühren. Genau, jetzt habe ich's. Genau so! Okay, wieso war das jetzt kein Exzellent? Naja, ist egal. Aber die Attacke mag ich, ja, die ist gut. Gut, ich probiere es mal bei dem da aus. Aber nur, weil ich einen Block da will. Das sieht gut aus, hier sind sehr viele Gegner. Es sei denn, die erledigen sich jetzt alle selbst. Gut, ich probiere es jetzt echt mal aus. Traumtaifun. Also ich muss zugeben, die Attacke mag ich. Und die ist auch stark. Aber dies wohl eher gegen mehrere Gegner, nicht gegen Bosskämpfe. Yep, diese Attacke ist gut gegen mehrere Gegner. Okay, ich hoffe mal, dass mich die Bälle jetzt nicht treffen, denn ihr seht, ich habe wenig KP. Und diese... Oh. Puh. Was? Die stehen noch? Zieht der Traumtaifun etwa nur so wenig ab? Ich habe vorhin jetzt gar nicht so richtig darauf geachtet, wie viel der abzieht. Gut. Jetzt brauche ich dringend ein Bonbon. Ein Ultra-Bonbon für unseren guten Mario. Gut. Ein Ultra-Sirup. Gibt es eigentlich auch Wunder-Sirup? Habe ich bisher zumindest noch nicht gesehen.
Und wo bin ich jetzt? Oh, auf dieser Seite. Gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Genau, jetzt bin ich hier. Und jetzt gibt's wieder das Propellerspielchen. Gut, ich drehe mal kräftig. Viel zu lustig, wenn ich an Luigis Nase drehe. Kann man auch hier raufklettern? Nein? Okay, ich glaube, da hinten ist der Wind nicht mehr ganz so. Hey! Gut. Und hier wehen sie auf einmal in die andere Richtung. Eine Schockbombe? Solche, diese anderen Items habe ich eigentlich noch nie wirklich ausprobiert. Naja. Aber ich habe mal bei Basic Andreas zugeschaut, wenn er gespielt hat. Und da habe ich zum Beispiel mal gesehen, der Geheimkarton. Der kann manchmal extrem gut sein, aber manchmal auch extrem schlecht. Und wo bin ich jetzt? Ultrasirup? Da ist noch etwas. Ich vermute, da oben geht es schon zur Penhenne. Aber ihr seht, da unten ist noch was. Und hier, ein Spotball. Praktisch für Gegner im Hintergrund. Aber wie komme ich denn da? Oh, von rechts. Ah, da hätte ich, da war ja noch so ein Weg nach links, aber na toll, das habe ich jetzt außer Acht gelassen. Ich hoffe mal, da unten ist nicht viel, denn ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg zurückrennen. Tut mir leid, dass ich das Secret jetzt nicht hole, aber ich möchte jetzt echt nicht den ganzen Weg zurückrennen. Da ist wahrscheinlich eh nur ein Item. Naja, ich hoffe, vermute, jetzt kommt ein Boss. Moment, wo bin ich denn jetzt? Hm? Okay, eine kleine Passage kommt anscheinend auch. Also ich vermute mal wieder, es kommt ein Boss. Aber gegen... Moment, ich bewege mich jetzt gar nicht. Oh! Ha, das ist doch lustig. Man reitet auf einer Wolke. Das gefällt mir. Ja, ja, das gefällt mir. Das kann ich nicht abschlagen. Gefällt mir so ähnlich wie, ja. Gefällt mir so ähnlich, was soll denn das? Es gefällt mir so gut wie, naja, ihr wisst doch, das im Kissenschloss mit der Plattform. Das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Ein Ultrabonbon? Mario! Okay, hier rein. Der gute Batschmidt. Ein bisschen nervig ist der Kerl. Wir haben den höchsten Wipfel des Baums fast erreicht. Batschmidt ist müde. Aber ach, keine Zeit für ein Nickerchen. Wir müssen die Penhenne finden. Und wir sollten auf der Hut sein, solange uns ihre Hilfe nicht gewiss ist. Bleibt wach, pass auf. Okay, er kündigt schon so einen Bosskampf an. Wachsamkeit ist der Schlüssel, ganz oben. Ob man nun Träume jagt, die Liebe oder das perfekte Nickerchen. Klups. Bitte nicht schon wieder schlafen. Nun, da das Ultibett gebaut ist und meine Aufgabe erledigt ist, denke ich, dass auch ich belohnt werden sollte. Prinz Traumbert. Lasst mich nur einmal auf euch schlafen. Er hat immer noch nichts dazugelernt. Orgeling der königliche Flausigkeit. Ein kleines Nickerchen auf euch ist mein einziges Begehr. Erfüllt mir diesen Wunsch. Oder ist das zu viel verlangt? Wie wäre es mit einer Kissenschlacht? Nur eine kleine, habt euch nicht so. Wartet! Oh Mann. Weg. Ich hab verbockt. Okay, der hat sich verpufft. Ist ja eigentlich sein Traum, immer wenn man im Traum, also im Traumwertkissen ist, also immer in einer Traumzone, dann hat er ja eine andere Form. Okay, noch eine Abkürzung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Immer wenn man ein Kiso rettet oder gerade mit Prinz Traumwert in
einer Traumzone redet, dann fehlt der Unterkörper von einem Kiso oder Traumwert. Genau. Naja, wahrscheinlich, weil es sein Traum ist, da kann er sich in alles Mögliche verwandeln. Oder so ähnlich. Naja, ich speichere hier. Und ich glaube echt, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Ich weiß nicht genau, wer es ist. Vielleicht selbst die Penhände oder vielleicht bewacht irgendwer die Penhände oder... Ach was, ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Part. Tschüss.